Weltraumatmosphäre bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Oder Mercedes-GP Petronas-Fahrer Nico Rosberg und die sagenhafte Welt der Simulation. Eine Fiktion und doch so unglaublich real. Boah, das ist ja irre. Ob A- oder B-Klasse der Zukunft digital fahren, Nico zeigt außergewöhnliches Geschick für Handling und Schnelligkeit. Weiter geht's. Oh wei. Nico Rosberg lässt sich beeindrucken, testet verschiedene Fahrassistenten, etwa in Sachen Geschwindigkeit, Spurhalten oder adaptiven Fernlicht. Ein Lernprozess für einen Formel-1-Fahrer. Ich bin die ganzen Simulatoren hier gefahren, unter anderem, um zu schauen, ob es da nicht was gibt, was man lernen kann für unser Formel-1-Team. Weil wir sind ja jetzt auch mit Simulatoren am Pushen in allen Richtungen, neue Simulatoren und neue Technologie und so. Und da sind allerdings ein paar Sachen, die hier ein bisschen besser funktionieren wie bei uns. Und das kann man dann sicher sehr schnell integrieren, auch bei uns, denke ich mal, sehr bald. Und das wird uns dann auch weiterhelfen. Ab mit dem Motorsportchef Norbert Haug in den sogenannten Ride-Simulator. Es geht um den Fahrkomfort. Simulation sorgt für Stimulation. Der Transfer Straße und Formel 1 funktioniert. Hier werden in der Tat die besten Autos der Welt gebaut. Und gerade die Entwicklung hat dann natürlich den allergrößten Anteil dran, die technische Basis zu schaffen für die sichersten Automobile der Welt. Und dann Dankeschön zu sagen mit der Präsenz. Natürlich ist Nico sehr beliebt hier. Kurzer Pitstop. Tankverbot in der Formel 1, ja, nicht aber mit dieser B-Klasse F-Cell, sprich mit Brennstoffzellenantrieb. Wasserstoff nachgetankt. So, anschnallen. Geht es sauber und leise weiter in ganz spezieller Mission. Dann habe ich unter anderem gerade zwei neue Autos übergeben an Kunden, die jetzt nichts davon wussten, dass ich das übergebe. Das war auch ganz lustig. Hier ein Schlüssel, dort ein Foto und schon ist man der Formel 1 ganz nah. Ein seltener, smarter und wirklich ungewohnter Service. Sehr schön, war auf jeden Fall mal was anderes. Wie gesagt, ich habe schon zwei oder dreimal hier Auto abgeholt. Aber so schön war es noch nie. Und natürlich darf der Motorsport nicht fehlen an diesem Tag. Besuch bei HWA-Technikchef Gerhard Unger und etwas Aufklärung. Wie wird ein DTM-Auto aufgebaut? Die sind ja so hammermäßig genial. Wo wird der SLS AMG GT3 überall eingesetzt? Und wie kann man ihn kaufen? Antworten bekommt er hier. Zwei Stunden später muss er sie geben. Abendveranstaltung. Podiumsdiskussion. 620 Leute. Und Nico, ohne Ermüdungserscheinungen, gibt immer noch bereitwillig Auskunft.